Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Die Medizin kann vieles, aber Krankheiten stecken nicht nur im Körper, sondern sie weiten sich manchmal auch aus auf den Geist. Wenn wir uns zum Beispiel ein Bein brechen, dann hilft ein guter Gehgips, damit der Bruch wieder heilt. Aber der Unfall, der steckt uns doch noch lange in der Seele und auch sozusagen in den Knochen. Und dieses Gefühl, was dann bleibt, das kann andere Krankheiten auslösen. Und um dieses Thema geht es heute, denn dagegen kann man etwas tun. Bei mir ist Dr. Götz Broscheid. Er ist Chefarzt der Psychosomatik am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Womit kommen die Patienten normalerweise zu Ihnen? Was erzählen die Ihnen? Patienten, die heutzutage in die Psychosomatik kommen, kommen primär mit körperlichen Beschwerden, Schwindel, Schmerzen, die sich im Wesentlichen nicht körperlich erklären und vor allem nicht erfolgreich körperlich behandeln lassen. Und was steckt dann dahinter? Wir haben ja schon gesagt, eigentlich ist es eine körperliche Krankheit, die dann eine seelische Fortsetzung findet. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Also das ist natürlich nicht leicht zu beantworten, was dahinter steckt. Das ist sehr unterschiedlich. Das macht eigentlich auch das Interessante in diesem Bereich aus, weil jede Geschichte anders ist. Also wenn Patienten kommen, berichten sie erstmal über ihre Symptome. Und diese Symptome sind ja per se keine Krankheit. Das sind einfach nur Beschwerden. Und im ersten Schritt macht man sich mit dem Betreffenden zusammen Gedanken, wann hat das angefangen, wie kommt das zustande, was kann das beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel den Schwindel nehmen, gucken wir, in welchem Lebenszusammenhang ist das aufgetreten? Welche Fantasien hat der Patient selber dazu? Welche Gedanken macht er sich? Also wir versuchen mit ihm zusammen auf die Suche zu gehen und die Hintergründe zu verstehen. Mhm. Haben Sie ein Beispiel für uns, wie es von einer, körperlichen Sache, mhm, jetzt beispielsweise ein Herzinfarkt, der überstanden ist, ja, der sich dann aber doch in der Seele fortsetzt. Können Sie uns beschreiben, wie Sie das so beobachten? Ich greife gerne das Beispiel auf, aber möchte noch eins nehmen, das Sie in der Anmoderation schon beschrieben. Ja. Jeder kennt nämlich das Prinzip, wenn Sie einen Unfall haben. Nehmen wir einen einfachen Fahrradunfall. Sie fallen ordentlich auf die Nase, brechen sich vielleicht was oder haben sich ordentlich wehgetan. Wenn Sie die nächsten Male Fahrrad fahren, fahren Sie anders. Sie fahren vorsichtiger, weil Sie diese Erfahrung gemacht haben. Und wie Sie sagen, die steckt Ihnen in den Knochen, in der Erinnerung. Und wenn Sie sich trotzdem trauen, weiter Fahrrad zu fahren, dann wird das langsam verblassen. Es sei denn, Sie fallen wieder auf die Nase. Und das Gleiche gilt für andere Erschütterungen. Beispiel Herzerkrankung. Da kommt es zum Zwischenfall. Sie haben einen Herzinfarkt, der Sie plötzlich erwischt. Heutzutage kann der sehr schnell behandelt werden. Herzkatheter, schwere Schäden, Narben am Herzmuskel können verhindert werden und Sie können quasi einen Tag später wieder zur Arbeit gehen. Und dann kommt es aber dazu, dass dieser Schreck später seine Wirkung entfaltet. Plötzlich fangen Schlafstörungen an. Sie kommen nicht mehr zur Ruhe und kriegen plötzlich Panikattacken Monate später. Und dann kommen die Patienten zu uns mit der Frage, was nun? Mein Herz funktioniert, ist alles in Ordnung. Ja, und bringen das vielleicht auch gar nicht in Verbindung, weil es schon längere Zeit zurückliegt, oder? Ja, zunächst können Sie sich das gar nicht erklären, vor allem sagen alle, ich habe das doch gut überstanden. Ja, eben. Mir geht es doch gut, ich mache wieder Sport, alles ist in Ordnung. Ja. Etwas anderes haben Sie mir auch schon in unserem Vorgespräch erzählt, ist ja auch etwas, was lebensrettend ist, nämlich man wird man bekommt einen Defibrillator eingebaut, damit das Herz wieder gleichmäßig schlägt, aber stattdessen macht er einen nervös. Wie passiert das denn? Das ist ein Phänomen in der heutigen Zeit, der technisch immer mehr möglich ist und wir immer älter werden. Das ist ein schönes Beispiel. Man hat in der Kardiologie häufig Zwischenfälle gehabt, dass durch plötzlichen Herztod Menschen mit gefährlichen Rhythmusstörungen plötzlich verstarben. Und da haben sich die Kardiologen Brillantes überlegt. Sie haben ein kleines Gerät eingebaut, das die ganze Zeit die Herzaktion überprüft. Und in dem Moment, wo das Herz gefährlich aus dem Rhythmus kommt, gibt es einen ordentlichen Schlag und es schlägt wieder gleichmäßig. Das ist eigentlich wunderbar. Mhm, genau. Hat man keine weiteren Probleme zu erwarten. Die Akkuleistung ist toll heutzutage, also alles ist gut. Mhm. Womit man nicht gerechnet hat, dass diese lebensrettenden Maßnahmen auch Stress bedeuten. Mhm. Denn stellen Sie sich vor, wir haben das Phänomen, die werden eingebaut, die meisten kommen damit relativ gut zurecht und er löst einmal aus. Mhm. Dann ist die Illusion dahin, dass mit meinem Herz vielleicht doch alles in Ordnung ist. Und dieser Schreck führt dazu, dass sich häufig Panikstörungen entwickeln. Das heißt, die ständige Erwartung dieses Schocks sitzt jemand im Nacken und jede Belastung wird vermieden. Man versucht sich vorsichtig zu bewegen und denkt, jeder Stress könnte einen in Lebensgefahr bringen.
Und dann kommen diese Menschen mit einem funktionierenden Defi und regelmäßigen Panikattacken, die sie lebensunfähig machen. Und die sie vorher nicht hatten. Genau, die sie vorher nicht hatten. Aber natürlich, der Defi bedeutet körperliche Sicherheit und wir müssen dann die Bewältigung dieser Problematik angehen. Warum reagiert der Mensch so indirekt? Also warum reagiert er so über den Körper und warum kann er nicht akzeptieren, dass Sachen einfach erledigt sind und Vergangenheit sind? Das ist eine Frage. Ja, das ist eine, also ich versuche mal eine überschaubare Antwort. Grundsätzlich gibt es, wir fangen ganz vorne an. Unser Leben wird ja strukturiert von der Tatsache, dass wir sterben werden. Wir wissen nicht wann, aber es kommt ganz sicher, deshalb haben wir nicht alle Zeit, deshalb gehen wir Dinge auch an. Also das hat einen motivierenden Faktor. Allerdings, wenn der Tod uns zu dicht vor uns sitzt, dann macht uns das sehr unruhig und bedroht uns sehr. Und wenn wir Ängste haben, haben wir verschiedene Muster zu reagieren. Ganz simpel, in der Biologie findet man es bei allen Lebewesen, sie können entweder fliehen, sie können angreifen oder erstarren. Und diese psychischen Reaktionen gibt es. Und das ist nicht nur eine psychische Reaktion, weil Sie sagen, warum kann das nicht einfacher sein? Psyche und Körper und Geist, diese Trennung ist akademisch. Die Dinge finden immer gleichzeitig statt. Ja, unser Körper verfügt über einen psychischen Apparat, die Fähigkeit, Dinge zu regulieren und mit Situationen umzugehen, sie einzuschätzen. Und das ist ein komplexes Gebilde. Und das, was uns Menschen ausmacht, ist, dass im Laufe dieser Zeit unserer Entwicklung, wo unsere Fähigkeiten sich erweitern, sich eine Identität bildet. Was ja heißt, dass ich mich morgens im Spiegel wiedererkenne, dass ich ähnliche Eigenschaften habe. Das heißt, ich habe, ist eine Grundlage, ein Gedächtnis. Und leider wird dort alles abgespeichert. Was heißt das für Ihre Therapie? Wie gehen Sie, wie ist Ihr Ansatz, um Menschen zu helfen, die mit so einer, mit so einem Päckchen auf dem Rücken sozusagen dann zu Ihnen kommen? Also der erste Fluch ist, dass man, oder der Versuch, und es ist ein Fluch, weil wir bestimmte Vorannahmen haben. Und als erstes versuchen wir, dass wir erstmal vergessen, was wir über Krankheitsverarbeitung wissen. Die meisten Menschen denken, ja, wenn was Schlimmes passiert ist, muss ich das verarbeiten. Das sind oft sehr klischeehafte Bilder, denn die Frage ist, was ist denn das eigentlich? Was muss da passieren? Entscheidend ist, dass derjenige, der zutiefst erschüttert ist, erst einmal zur Ruhe kommen kann und Umgebungsbedingungen vorfindet, die nicht bedrohlich sind. Das heißt bei körperlichen Erkrankungen ganz simpel, dass Ärzte in der Nähe sind. Allein diese Tatsache schafft eine gewisse Beruhigung. Dann kann man anfangen, gemeinsam mit Sicherheit über die schwierigen Themen zu sprechen. Und das heißt wirklich, wenn jemand sagt, das mit dem Herzinfarkt war gar nicht so schlimm, dann sage ich, berichten Sie mir davon. Erzählen Sie es mir genau. In welchem Moment kam der Schmerz? Was haben Sie gedacht? Wie war die Behandlung? Wie war die Situation im Krankenwagen? Das heißt, dass derjenige wirklich erzählt, was er erlebt hat. Und im nächsten Schritt, dass er das auch mit anderen teilt. In der Gruppe erzählt. Denn die Hauptaufgabe, also man könnte ja fragen, warum kommt die Angst zustande? Die Angst kommt zustande, weil das System, in dem ich lebe, bedroht ist. Stellen Sie sich eine Partei vor. Eine Partei, die zufrieden ist, sich feiert, gemeinsame Ziele hat und plötzlich gibt es einen abtrünnigen Flügel, radikalisiert sich. Und jetzt ist die Aufgabe, wieder eine Mannschaft draus zu machen. Das bedeutet aber, dass alle ihre Vorstellung verändern müssen, um wieder zusammenzukommen. Also ich bin nach einem Herzinfarkt nicht mehr derselbe, der ich vorher war. Ah, dahinter steckt also auch der Glaube, dass man durch Ärzte und vielleicht auch durch, ich nenne es jetzt mal, Ersatzteile wieder so sein kann wie vorher, als wäre nie was gewesen. Ja, also was ich sehr verstehen kann, was fast ein Großteil der Patienten zu mir sagen, Herr Burscheid, mir ging es früher so gut, können wir das so machen jetzt, dass es mir wieder so geht wie früher? Ja, gute Idee. Und die bedauerliche Antwort ist, es wird nie wieder so wie früher. Denn wenn ich zum Beispiel einen Herzinfarkt habe, habe ich die Unschuld verloren. Mein Herz ist nicht mehr unschuldig. Ich weiß, es ist angeschlagen. Damit muss ich irgendeinen Weg finden zu leben. Das heißt also, wenn Sie sich gemeinsam mit dem Patienten das Ereignis ansehen und auch die Krankheit, dann geht es wahrscheinlich auch um die Frage, bin ich alt? Oder bin ich krank? Im Gegensatz zu, bin ich jung und bin ich gesund? Ja, es ist vorher so, bei Kindern merkt man es noch deutlicher, die machen sich über den Körper wenig Gedanken, der ist einfach da. Im Alter wird das etwas mehr, da interessiert uns die Schönheit und das Aussehen, aber er beschäftigt uns meistens erst dann, wenn er Schwierigkeiten macht. Und dann muss ich mir genau diese Fragen stellen. Und selbst das Altern ist eine große Herausforderung.
Dieses nochmal angucken von dem Ereignis und vielleicht den Weg dahin und den Weg von da weg, folgt das diesem Prinzip erkennen, akzeptieren, verändern? Ja, genau. Das ist ja sozusagen ein bisschen das Leitmotiv unserer Arbeit. Erst verstehen, was passiert ist, das annehmen und dann neue Wege gehen. Sie können sich vorstellen, oder was besonders wichtig ist dafür, ist, sich dafür Zeit zu nehmen, in einer guten, sicheren Umgebung zu sein, raus aus dem Alltag manchmal sogar, und das gemeinsam zu tun. Nicht? Wir Menschen brauchen die Gruppe, den Rückhalt, die Integration. Ja, ich komme mir oft ausgegrenzt vor. Die ganzen anderen können arbeiten, sind stark, schlafen gut und ich habe meine Probleme. Das macht Schamgefühle. Die meisten sprechen nicht gerne drüber. Vor allem Männer sagen, ja, nein, das kriege ich schon hin. Wenn Sie jetzt sagen, manchmal raus aus dem Alltag, heißt das, dass Sie nicht nur stationär, sondern auch ambulant solche Therapien durchführen? Also wir dürfen ja als Krankenhaus grundsätzlich keine ambulanten Therapien machen, es sei denn, wir haben eine besondere Ermächtigung. Das teilt man sich. Es gibt einen großen Bereich von Kollegen, die ambulant arbeiten, in klassischen Praxen, wie sie bekannt sind, und die natürlich klassische Psychotherapie zum Beispiel, Gespräche anbieten, um auch über solche Ereignisse zu reden. Die Mehrheit der Menschen geht dahin und ist nicht so schwer erschüttert, dass sie ihre Umgebung verlassen muss. Mhm. Wenn aber die Ereignisse mich schwerer getroffen haben, dann empfehlen wir sogenannte multimodale Behandlung, wo man in einem geschützten Rahmen, entweder tagesklinisch oder vollstationär, mit verschiedenen Methoden sich die Situation anguckt. Ich habe ja nur einen Bereich geschildert, ein anderer ist natürlich die Körperarbeit. Wie fühle ich mich? Ja, wie fühlt sich das an, bestimmte Übungen zu machen? Das geht von klassischen Vertrauensübungen, die man manchmal aus der Schule kennt, von sich fallen lassen und aufgefangen werden, bis hin zu wirklich Körperwahrnehmungsübungen. Wie empfinde ich nach diesem Ereignis mich selbst? Und Sie sagten vorhin, Menschen tun das gerne in der Gruppe. Nun ist das ja eigentlich aber etwas, was vielen peinlich ist. Mhm. Das kann man sich auf Anhieb gar nicht vorstellen, dass die dann gerne darüber berichten möchten, mhm. Dass sie quasi sich völlig wehrlos fühlen. Sie haben völlig recht. Die Menschen tun das nicht gerne in der Gruppe. Also wenn Sie Patienten fragen oder vermeintliche Patienten, was sie gerne hätten, sagen sie natürlich Einzeltherapie. Und davon möglichst viel, weil sie sagen, wenn ich viel Therapie habe, kann ich auch viel erreichen. Die Gruppe ist sehr effektiv. Auch Studien zeigen, dass die Erfolgsquoten oder die Wirksamkeit der Gruppentherapie manchmal sogar über der Einzeltherapie liegt. Und Sie können sicher sein, wenn es um Schamprobleme geht, werden Sie, wenn es Ihnen gelingt, in der Gruppe das zu teilen, mehr davon haben als nur in der Einzeltherapie. Weil Sie üben ja quasi. Sie üben das Umgehen. Zum Beispiel fragen mich Patienten, was sage ich denn meinen Kollegen, wenn ich wieder zur Arbeit gehe, wo ich war? Das kann man in der Gruppe üben und dann weiß man, was man sichtbar werden lassen möchte und was man für sich behält. Ja. Man kommt damit besser zurecht. Wie lange dauert eine solche Therapie? Ich könnte Ihnen statistischen Durchschnitt nennen, das tue ich auch, aber vielleicht vorweg, bei jedem ist es anders. Es ist ganz individuell. Es kann sein, dass jemand in einer Krise zu uns kommt, stationären Behandlung und nach 2 Wochen schon in die Tagesklinik wechselt oder ambulant weitermacht. Es kann sein, dass wir Patienten 4-5 Mal stationär behandeln in größeren Abständen. Im Schnitt dauert die klassische stationäre Behandlung zwischen, sage ich, 4 und 8 Wochen. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon angedeutet, dass man nach einem einschneidenden körperlichen Erlebnis ein anderer Mensch ist als vorher. Also werden Sie jetzt wahrscheinlich auch sagen, naja, eine echte Heilung in dem Sinne wird es ja dann auch nicht so wirklich geben. Woran messen Sie denn, wann Sie jemanden zu Ende therapiert haben? Ja, das ist gut. Wir könnten unseren Zeitrahmen sprengen, wenn wir über den Heilungsbegriff diskutieren würden. Dem Körperlichen ist das ja wirklich einfach. Im Psychischen müssen Sie bedenken, es gibt wirklich tausende Jahre Forschung. Es gibt keinen einzigen objektiven Messwert für psychische Phänomene. Ja. Körpergewicht etc. kann man alles messen. Im Psychischen, woran macht man es fest? Man könnte sagen, wiederum ganz einfach, an dem Gefühl des Patienten. Wenn der Betroffene sagt, ich komme jetzt damit gut zurecht, es reicht, ich bin auch therapiemüde, ist ja irgendwann auch mal nervig, ja, immer sich mit diesem Problem zu beschäftigen, und in seinem Leben wieder besser zurechtkommt, eine Entscheidung treffen kann und zum Beispiel die Symptome zurückgehen, dann sagen wir, es reicht. Das Wort Heilung würde ich nicht benutzen, aber wir haben etwas bewegt und der Betroffene hat eine Idee, wo es hingehen kann.
Und wenn er nicht alleine klarkommt, kann er sich ja wieder melden bei Ihnen. Ganz genau. Also so eine typische Redewendung, die, finde ich, das sehr gut beschreibt, ist: Wir versuchen nicht, den Patienten beizubringen oder den Betroffenen, dass sie nicht mehr hinfallen, weil man dann ganz ängstlich wird und ja, möglichst nicht läuft, sondern dass das Aufstehen besser gelingt und es mehr Ideen zum Aufstehen gibt. Schönen Dank für dieses schöne Schlusswort. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.